Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Alster. Spielbeginn in der Generale Arena ist diesmal um 14.30 Uhr. Wie gewohnt, bevor uns Trainer Christian Ilzer die letzten Infos aus der Kabine liefern wird, von mir vorab ein paar organisatorische Punkte. Zum Tagesprogramm vor der Westtribüne wird es wieder viele Spielstationen geben und die Hüpfburg im Austria-Design, im kostenlosen Kindergarten, der ebenfalls in der Westtribüne untergebracht ist, gibt es für die kleinsten Austrianer von Pädagogen der Wiener Kinderfreunde betreut einen Experimente-Workshop diesmal. Und als besonderes Highlight auch natürlich noch ein bisschen rückwirkend vom Schulbeginn her, alle Austrianer, die am Sonntag um 14.30 Uhr beim Anpfiff 14 Jahre oder jünger sind, bekommen ihr Ticket für die Westtribüne für unser Heimspiel um nur 1 Euro. Tickets sind wie üblich im Fanshop und an den Kassen am Spieltag erhältlich. Das war schon von meiner Seite. Ich darf jetzt weitergeben an Christian Ilzer. Und Chris, ja, ich denke, man freut sich auf das Spiel und man hat einiges vor. Bitte, Chris. Ja, natürlich haben wir einiges vor, aber um was es am Sonntag geht, ist sicher, dass wir endlich auch zu Hause einmal ein positives Resultat am Platz bringen, dass wir am Ende des Tages dann mit mehr als 5 Punkten in der Tabelle dastehen und dass wir vor allem diese Basics, die es im Fußball gibt, dass wir die endlich dann auch auf den Platz bringen. Was jetzt die Verletzten angeht, ist sicher absolut positiv, dass sich das Verletzungslazarett immer mehr lichtet, dass auch Mike Madl und Joyce schon teilweise im Training sind und ja, wir bald aus dem Vollen schöpfen können. Dankeschön für ein erstes Statement. Ich darf wieder um Handzeichen bitten für Fragen. Michi kommt mit dem Mikro, damit man alles gut hören kann. Wer hat die erste Frage? Johannes Brandl von Sky beginnt. Bitte. Trainer, unter der Woche hat der Sportvorstand Peter Stöger klare Worte gefunden. Er hat gesagt, wir werden länger hinter dem Trainer Ilzer stehen als hinter so manchem Spieler. Wie haben Sie diese Aussage aufgenommen? Ja, zum einen ist es natürlich schön, wenn man Vertrauen spürt. Es ist in solchen Phasen ist es extrem wichtig, dass der interne Kreis absolut an einem Strang zieht,
dass man da in Ruhe die Dinge analysiert, aber dann auch Schritt für Schritt Dinge dann auch nicht nur bewusst macht, sondern dann auch verbessert, auch in der täglichen Arbeit in Angriff nimmt. Und zum anderen ist aber auch extrem wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man klar im Kopf bleibt, dass der Draht auch zur Mannschaft besteht und da ist. Und da sitze ich im gleichen Boot wie die Mannschaft und möchte mich auf keinen Fall abputzen oder irgendwie rausnehmen. Ich bin der Verantwortungsträger und ich möchte auch die Verantwortung über das Ganze nehmen, über diesen unzufriedenen Zustand, der herrscht. Und es ist jeder hier gefordert und speziell ich als Trainer, dass ich die Mannschaft hier aus diesem Tief führe. Sie haben den Draht zur Mannschaft angesprochen. Wie haben das auch die Spieler aufgenommen, diese Aussage? Das ist doch eine sehr harte Aussage. Haben Sie da im Trainingsalltag etwas gemerkt, dass da vielleicht in Sachen Mentalität, Einstellung, auch im Trainingsbetrieb sich etwas geändert hat? Ja, das ist natürlich immer so, wenn die Resultate ausbleiben. Wenn so eine unzufriedene Tabellensituation vorherrscht wie bei uns, dann spricht man natürlich alles. Dann findet man überall Schlechtes. Ob das jetzt die Fitness ist, ob das Qualität ist, ob das Mentalität ist. Für uns ist jetzt einfach entscheidend, dass wir am Platz in den Trainings uns einig sind, hohe Intensität anschlagen, diese Qualitäten, diese Ressourcen, die in der Mannschaft, die im Kader stecken, diese Möglichkeiten, die uns der Kader gibt, dass wir diese perfekt und bestmöglich nützen und dann auch auf den Platz bringen. Bitte Mikro zurück. Martin Lang, Radio Wien, hat die nächste Frage. Aber wenn man sich die Spielweise in der bisherigen Saison anschaut, freut sich eigentlich jetzt nicht mit prickelndem Offensiv-Angriffsfußball, Tempofußball etc. aus und der Tabellenstand ist ja mittlerweile und auch die Leistung in den letzten Spielen ist ja in keinster Weise im Endeffekt mehr schön zu reden. Hat man sich da nicht zu sehr darauf vertraut, dass die Kaderqualität da wäre, dass das da ist, dass das da ist und es ist eigentlich gar nicht da? Zum Schönreden gibt es gar nichts. Das haben wir, glaube ich, aber auch nie gemacht. Aber man muss einfach, auch bei gewissen Dingen muss man einfach auch dranbleiben. Die darf man nicht von Woche zu Woche, darf man nicht wieder alles über Bord hauen. Man muss einfach an gewissen Dingen festhalten, aber auch gewisse Dinge dann verändern. Oft sind dann kleine Veränderungen, die bringen dann uns näher dorthin, wo wir hinwollen. Man spricht dann auch immer wieder von Verbesserung. Das war ein Schritt nach vorne. Es sind halt alles so Floskeln, in die man sich dann rettet. Am Ende müssen wir einfach schauen, aber dass wir jetzt einmal Grundlegendes verbessern und das ist so der Gesamteindruck, wenn man von außen rausschaut, wenn man immer sagt, die Mannschaft gibt nicht alles, die macht, die vermittelt nicht den Eindruck, dass sie alles dafür unternehmen, ans Limit gehen, damit die Austria erfolgreich ist und diesen Eindruck, den müssen wir mal schleunigst verändern. Das ist einmal jetzt das absolute Hauptziel, dieses Grundsätzliche, diese Basics auch von der Mannschaft, von uns selbst einzufordern und diese auch am Platz bringen. Weil bewusst machen tun wir uns das schon seit Wochen, aber wir müssen es dann endlich am Platz bringen. Und danach können wir dann erst über diese Details sprechen. Ob wir jetzt mit 3 hinten spielen, mit 4 hinten, mit 2 vorne, mit 3 vorne, ist jetzt nicht entscheidend. Wir wollen jetzt diese Basics am Platz bringen und die fordern wir auch von uns ein. Stefan Oellerer, Ö-News. Ich möchte zum Spiel am Sonntag zurückkommen. Sie haben nach dem Spiel in Wolfsburg gesagt, das Spiel war ja zeitweise auch an der Kippe, es hätte ja in die andere Richtung gehen können, so schlecht war nicht alles. Was wird man am Sonntag berücksichtigen vom letzten Spiel oder was wird man dann anders machen, dass ein positives Ergebnis herausschauen wird? Ja, das ist eh das Thema, was jetzt in der vorigen Frage ja schon aufgeworfen ist, dass man einfach danach durch ja schon ganz klar auch sehen muss, wo man dranbleiben kann, an welchem Thema und wo man dann die Veränderungen erzielen muss. Und es wäre sicher falsch, jetzt alles von letzten Sonntag wieder zu verwerfen, wenn man einfach versucht, in der Länderspielpause diese Erkenntnisse, die wir aus dieser ersten Phase gezogen haben, dann zu verwerten für unser Spiel, haben einige Änderungen vorgenommen. Wir haben dann leider am Sonntag wieder verloren,
aber wir werden trotzdem an Dingen festhalten, aber auch wieder kleine Veränderungen vornehmen. Eine Frage noch, ist es vielleicht nicht nur das Spielerische oder das Technische, hängt das nicht auch alles mit dem Selbstvertrauen dann zusammen, wenn eben so eine Talsohle erreicht ist? Ja, es ist natürlich auch, ja, es kommt ein gewisser Druck von außen. Mit diesem Druck muss man aber dann auch umgehen können. Für mich als Trainer gilt dann einfach klar bei mir zu bleiben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und für die Spieler gilt es natürlich auch, dass sie einfach auch an Dingen, die von ihnen im Spiel verlangt werden, dass sie das auch mit Entschlossenheit, mit Selbstvertrauen dann auch ausführen. Und da wird uns sicher jedes kleinste Erfolgserlebnis helfen, damit wir da auch was die Zweifel an der eigenen Person betreffen, einfach, dass wir das wieder in die richtige Richtung oder dass wir da eine Trendwende herbeibringen. Jedes kleinste Erfolgserlebnis wird uns da sehr, sehr gut tun. Ball geht wieder zurück an Martin Lang, Radio Wien. Alltag kommt ja nicht vorbei, um hier die Punkte abzuliefern. Sind sogar vor der Austria. Also in Wahrheit ist es doch schon ein Spiel, um nicht unter den letzten sechs zu landen nach dem Grunddurchgang, oder? Ja, ich habe es in meinem Eingangsstatement gesagt, für uns gilt es jetzt einmal am Sonntag ein positives Resultat zu bringen, am Ende des Tages mit mehr wie 5 Punkten in der Tabelle dazustehen, dass Alltag absolut Qualität hat, dass sie meiner Meinung nach bis jetzt unter ihrem Wert geschlagen worden sind, das weiß bei uns jeder, das haben wir auch der Mannschaft so vermittelt, wir wissen, wie spielstark sie sind, welche gute qualitative Einzelspieler sie auch in ihren Reihen haben und dass Durchschnittsleistung am Sonntag sicher nicht reicht, dass wir an unser Limit gehen müssen und nur dieses an das Limit gehen, an unser persönliches Limit gehen, aber auch Vertrauen finden, Selbstvertrauen gewinnen, das alles wird nötig sein, dass wir auch jetzt wieder uns in Richtung Meistergruppe bewegen, wo wir im Moment weit davon entfernt sind. Anschlussfrage Martin Lang? Nein, doch nicht. Sky, Johannes Brandl wieder, bitte. Jetzt kommen die Altacher natürlich auch mit sehr viel Selbstvertrauen, vor allem was die Offensivabteilung betrifft. Die spielen richtig gut und haben auch immer wieder Torchancen, die sie kreieren. Bei ihrer Defensivabteilung, wie sieht es denn da aus? Ist es mal die Möglichkeit, dass zwei Spiele in Serie dieselben auflaufen? Die Möglichkeit gibt's. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass wir sie nutzen. Martin Lang wieder. Vielleicht was Erfreulicheres. Was ist denn Ihr Gedanke zum Auftritt des Wolfsberger AC, der da mit einem furiosen 4:0 auch in Deutschland aufgefallen ist? Ich hatte in dieser Woche einige Wow-Erlebnisse. Hat am Dienstag begonnen. Mit dem Auftritt von Red Bull Salzburg, die da wirklich einen grandiosen Champions-League-Auftritt gegen King gelegt haben und hat sich gestern nahtlos fortgesetzt. Da haben wir die erste Halbzeit vom LASK angeschaut, die dort auch drückend überlegen waren gegen Trondheim. Eine Vielzahl von Chancen zuerst einmal ungenützt ließen, bis sie dann dieses Tor machten. Und danach habe ich natürlich meine Ex-Mannschaft mit großer Freude beobachtet, wie sie da gegen einen deutschen Spitzenklub agiert haben, voller Selbstvertrauen, mit einer riesen Entschlossenheit, so wie es wir am Sonntag gespürt haben, eine Mannschaft, die sich einfach in Hochform befindet. Und insgesamt haben diese drei Teams, was so die Wertschätzung oder die Wahrnehmung des österreichischen Fußballs betrifft, wirklich enorm in die Höhe geschraubt. Und ja, da muss man neidlos gratulieren und wirklich ein großes Kompliment an diese Teams aussprechen. Martin hat noch eine Anschlussfrage. Michi, bitte nochmal mit dem Mikro. Ich frage nämlich auch mit dem Hintergrund, dass der Marco Rose ihre Arbeit, hat das auch in Deutschland erklärt, dass das sehr viel auf dem Ex-Trainer, der zur Austria gewechselt ist, beruht. Der Gerhard Struber hat gesagt, dass er auf dem Fundament ihrer Arbeit dort aufgebaut hat. Wie erklärt sie dann, dass hier im Vergleich dazu es wirklich schwieriger ist, offensichtlich für sie als Trainer, soll man sagen, etwas zumindest schnell zu entwickeln oder kurzfristig? Ja, zum WRC, das sind jetzt ich glaube,
in einem Hoch, das seinesgleichen sucht. Also das ist wahrscheinlich eine der größten Stunden des Kärntner Fußballs. Da mag ich mich jetzt nicht reindrängen und das irgendwie auf meine Schultern da abwälzen. Aber ich war im Vorjahr dabei, ich habe viel Zeit mit dieser Mannschaft verbracht. Und das ist natürlich eine große Freude, wenn man jetzt sieht, was die Früchte dieser harten Arbeit, die wir im letzten Jahr begonnen haben, was dann am Ende rauskommen kann. Und als ich zum WRC gekommen bin, da waren sie, ja, sind sie gerade nicht abgestiegen in dieser Saison. Und das hat sich dann wirklich mit einem klaren Plan, einer klaren Herangehensweise, ein Weg, den man dann kontinuierlich weitergegangen ist, ein Weg, der aber dann auch nicht mehr von einzelnen, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr von einzelnen Personen abhängig ist, wenn man da einfach klare Strukturen gesetzt hat. Und diesen ähnlichen Weg ist auch der LASK und geht seit Jahren Red Bull Salzburg. Also da hat man schon richtige Vorzeigebeispiele, wie es funktionieren kann. Und wir sind da bei der Austria, ja, denke ich, auch in einem Prozess, wo wir einfach Dinge verändern wollen, wo wir etwas neu beginnen wollen, wo wir einfach uns erwartet hätten, dass gewisse Dinge viel, viel schneller greifen, dass wir viel schneller Erfolg haben. Es ist eben nicht der Fall, wir müssen aber trotzdem dranbleiben. Ich denke, es sind Leute hier am Werk, wo am Ende dann Erfolg rauskommen wird. Ich hoffe natürlich, dass es auch dann relativ schnell dann sichtbar wird. Gut, gibt es noch weitere Fragen zum Spiel am Sonntag? Ich sehe im Moment keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Danke. Nochmal der Hinweis, etwas frühere Anpfiffzeit, 14.30 Uhr. Sonntag, Generali Arena. Dankeschön und schönen Freitagnachmittag noch.